Ja, einen wunderschönen guten Tag. Auch ich möchte Sie sehr herzlich zu dieser Pressekonferenz begrüßen. Ich möchte heute zu drei Themen sprechen. Zunächst zur aktuellen Lage in Ägypten, zweitens zum Stand der Hartz-IV-Verhandlungen und drittens möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auch noch einmal auf das Steuerkonzept der Linken leiten. Wir beginnen mit der Lage in Ägypten. Natürlich erfüllt auch uns als Linke die Lage in Ägypten mit Besorgnis, aber es dominiert natürlich die Hoffnung auf einen friedlichen und demokratischen Wandel in diesem Land. Die internationale Gemeinschaft trägt Verantwortung, diesen demokratischen Aufbruch, diesen politischen Wandel zu unterstützen. Bisher sendet die Bundesregierung hier im besten Falle widersprüchliche Signale. Aus unserer Sicht als Linke ist die zögerliche Haltung der Bundesregierung nicht vertretbar. Und die Bremssignale, die Angela Merkel hier aussendet, können natürlich auch zum Ergebnis haben, dass sich die reaktionären Kräfte in Ägypten erstarken. Aus unserer Sicht wäre eine Unterstützung der Demokratiebewegung das Gebot der Stunde. Diese Unterstützung der Demokratiebewegung, die muss mit viel mehr Engagement erfolgen, als das bisher der Fall ist. Die Bundesregierung müsste sich dafür natürlich zunächst eingestehen, dass die bisherige Politik in Bezug auf Ägypten, auch in Bezug auf andere Länder im Nahen Osten, falsch war. Es wird keinen Neubeginn ohne die Aufarbeitung einer verfehlten Politik der Vergangenheit geben. Alle Bundesregierungen, also sowohl die gegenwärtige schwarz-gelbe Regierung, aber auch die vorvergangenen Regierungen, haben mit Mubarak, mit Ben Ali und mit ähnlichen Diktaturen paktiert. Dieses Thema findet ja derzeit in der Öffentlichkeit für sehr viel Unverständnis und wir als Linke teilen dieses Unverständnis. Dieses Paktieren mit Diktatoren wie Mubarak und Ben Ali hat ja stattgefunden im Wissen darum, dass es Folterungen in diesen Ländern gibt, im Wissen darum, dass es schamlose Bereicherungen der politischen Kaste gibt. Und deswegen sagen wir, dass wir von jetzt an einen grundsätzlichen Wandel dieser Politik erwarten. Die EU und Deutschland müssen ihre Doppelmoral gegenüber den arabischen Staaten aufgeben. Die Menschenrechtsappelle aus Europa sind unglaubwürdig, wenn gleichzeitig Finanzen und auch andere politische Unterstützungen in Richtung Diktaturen fließen. Die Bundesregierung genehmigte noch im Jahr 2009 Waffenexporte im Wert von 77,5 Millionen Euro an Ägypten. Ägypten ist der drittgrößte Empfänger von US-Militärhilfen in der Höhe von 1,3 Milliarden Euro jährlich. Wir sagen, dass diese Unterstützung mit Finanzen und mit Rüstungen falsch war und falsch ist und dass wir jetzt einen Wandel zu einer demokratischen Politik brauchen. Deutschland und andere westliche Länder haben die arabischen Diktaturen hingegen gesehen als Verbündete in dem sogenannten Kampf gegen den Terror, als Garanten für den Zugang zum Ölreichtum, aber natürlich auch als Garanten für die Öffnung ihrer Märkte für Exporte. Wir sagen als Linke, Demokratie und Menschenrechte sind nicht länger den Interessen der Wirtschaft unterzuordnen. Wir bleiben deswegen bei unserer Forderung, Mubarak muss zurücktreten, auch die Bundesregierung muss sich diese Forderung jetzt zu eigen machen. Wir wollen eine offensive Unterstützung des Demokratieprozesses in Ägypten und im Nahen Osten. Ich möchte zweitens sprechen zum aktuellen Stand der Hartz-IV-Verhandlungen. Die bisherigen Verhandlungen zum Thema Hartz IV sind eine Farce. Wir sehen darin im Wesentlichen eine Kungelei auf dem Rücken der Betroffenen. Das Verfassungsgericht hat einen verfassungsgemäßen Regelsatz eingefordert und keine Vollmacht zur Geheimdiplomatie erteilt. Union, FDP, SPD und auch die Grünen haben sich in parteipolitischen Gräben verschanzt und befeuern sich munter mit Interviewäußerungen. Aber es geht uns als Linke in erster Linie um die Position der Betroffenen. Die Bedürfnisse der Hartz-IV-Empfängerinnen und Hartz-IV-Empfänger, die müssen endlich wieder in den Mittelpunkt dieser Verhandlungen gerückt werden. Es gibt derzeit keine inhaltliche Forderung, weder von CDU noch SPD, die uns als Linke Anlass zur Hoffnung geben, dass diese Verhandlungen zum
Erfolg führen. Wir sehen diese Verhandlungen im Grunde gescheitert an. Es gibt, wie gesagt, kein inhaltliches Angebot, was auch nur in die Nähe eines verfassungsgemäßen Regelsatzes kommt. Und der verfassungsgemäße Regelsatz ist das, was ins Zentrum dieser Verhandlungen gehört. Die Betroffenen können hier nicht länger abwarten, denn der Preisschub, Inflation, aber auch alles das, was zu Beginn des Jahres sich geändert hat, haben schon jetzt zu einer dramatischen Verschlechterung der Lage von Hartz-IV-Empfängern gehört. Dazu gehört beispielsweise die Streichung des Elterngeldes für Hartz-IV-Haushalte und die Streichung des Übergangsgeldes von ALG I zu ALG II. Das alles bedeutet schon jetzt erhebliche Verschlechterung der Einkommenssituation von Hartz-IV-Haushalten. Es wird für die Betroffenen jetzt keinen anderen Weg geben, als sich bei den Sozialgerichten ihr Recht einzuholen. Das Verfassungsgerichtsurteil gibt ganz klare Vorgaben. Die alten Regelsätze haben seit dem 01.01.2011 keine rechtliche Basis mehr. Wir haben hier im Grunde einen verfassungswidrigen Zustand und der muss schnellstmöglich beendet werden. Wir können also Hartz-IV-Betroffenen nur aufrufen, gegen diese Bescheide zu klagen. Die Sozialgerichte wären dann gezwungen, transparent auszurechnen, wie hoch der Regelsatz wirklich sein muss. Die Bundesregierung ist dazu offenbar nicht in der Lage. Klagen gegen die Hartz-IV-Bescheide, die verfassungswidrig sind, haben im Moment sehr große Erfolgsaussichten. Meine Damen und Herren, ich möchte Sie im dritten Punkt Ihre Aufmerksamkeit lenken auf den Beschluss des Parteivorstandes vom 23.01.2011, weil er zum einen noch nicht diese Aufmerksamkeit erfahren hat, die er verdient, aber natürlich auch, weil wir als Linke auch immer wieder mit der Forderung konfrontiert sind, dass wir unfinanzierbare Forderungen stellen. Deswegen möchte ich Sie mit den Leitgedanken unseres Steuerkonzeptes vertraut machen. Wir gehen erstens vom Grundsatz aus, dass öffentliche Haushalte ausreichende Einnahmen erhalten müssen. Wir wollen also eine andere Einnahmenpolitik zugunsten der öffentlichen Haushalte in den Mittelpunkt stellen. Der Staat muss endlich wieder handlungsfähig werden. Zweitens sagen wir natürlich, das Steuersystem muss gerecht sein. Wir wollen gering, aber auch Durchschnittsverdienerinnen und Durchschnittsverdiener entlassen. Und wir wollen besser verdienende Reiche und Spekulanten stärker zur Finanzierung der Einnahmen heranziehen. Drittens ist unser Ziel die Gleichbehandlung aller Steuerpflichtigen. Wir wollen deswegen eine Individualbesteuerung einführen. Und wir wollen viertens auf internationaler Ebene eine Eindämmung des Wettbewerbs um den niedrigsten Steuersatz bzw. des Steuerdumpings. Mit unserem Steuerkonzept können wir Mehreinnahmen von insgesamt 180 Milliarden Euro im Jahr erzielen. Schwerpunkte liegen dabei bei der Einnahmenerhöhung. Den größten Anteil würde damit die Wiedereinführung einer Vermögenssteuer auf Privatvermögen bedeuten. Wir wollen dies mithilfe einer Millionärssteuer erreichen. Bei einem Freibetrag, der mit 1 Million Euro großzügig berechnet ist und einem Steuersatz von 5%, wären wir hier bei 80 Milliarden Euro Mehreinnahmen im Jahr. Zweitens, ein zweiter wichtiger Punkt wäre die Reform der Unternehmensbesteuerung. Vor allen Dingen durch die Wiederanhebung der Körperschaftssteuer auf 25% im Jahr würden sich 40 Milliarden Euro Mehreinnahmen ergeben. Ich darf Sie daran erinnern, dass diese Körperschaftssteuersatz von 25% bereits zu den Zeiten von Helmut Kohl gültiges Recht war. Und drittens die Finanztransaktionssteuer, also eine Umsatzsteuer aller Finanztransaktionen von 0,05%, würde 27 Milliarden Euro an Mehreinnahmen bedeuten. Auch eine solche Finanztransaktionssteuer ist dringend überfällig. Vielleicht ein Beispiel zur Veranschaulichung. Es ist ja so, dass man in der Bundesrepublik auf sehr viele Waren, beispielsweise auch auf Babynahrung, 19% Mehrwertsteuer zahlen muss, aber auf Giftpapiere 0%. Diesen Zustand wollen wir beenden und deswegen sagen wir, die Finanztransaktionssteuer muss her. Das ist eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. Es ist aber auch eine Frage einer gerechten und guten Steuerpolitik
und würde, wie gesagt, sehr viele Mehreinnahmen, 27 Milliarden Euro im Jahr, bedeuten. Wir wollen im Gegenzug die Einkommenssteuer reformieren und damit Niedrigverdiener, aber auch die Mittelschicht entlasten. Das wollen wir tun durch die Beseitigung des sogenannten Mittelstandsbauches, durch die Anhebung des Grundfreibetrages, nämlich auf 9.300 Euro. Den Spitzensteuersatz wollen wir im Gegenzug wieder anheben auf 53% ab einem zu versteuernden Einkommen von 65.000 Euro im Jahr. Wir wollen eine Besteuerung von Kapitalerträgen. Wir wollen Kapitalerträge so besteuern wie andere Einkommen aus Löhnen und Gehältern auch. Und wir wollen auch das Ehegattensplitting abschaffen zugunsten eines erhöhten Kindergeldes sowie einer Berücksichtigung der tatsächlichen Betreuungskosten. Das ist eine Forderung der sozialen Gerechtigkeit, aber es ist auch eine Frage der Geschlechtergerechtigkeit, denn das Ehegattensplitting in der bisherigen Form unterstützt ja unzulässigerweise traditionelle Lebensformen und benachteiligt das Zusammenleben mit Kindern. Dafür gibt es einfach in der heutigen Zeit keine sachliche Grundlage mehr. Deswegen wollen wir hier eine Reform der Unterstützung von Familien. Wir wollen das Zusammenleben mit Kindern unterstützen. Im Ergebnis würden alle mit einem Bruttoeinkommen unter 6.000 Euro jährlich im Monat entlastet. Also jeder, der bis zu 6.000 Euro im Monat verdient, würde durch das Steuerkonzept der Linken entlastet. Auch so viel vielleicht nochmal zu dem Vorwurf, dass wir als Linke eine Politik machen würden, die nicht im Interesse der Mittelschichten ist. Im Gegenteil, unser Steuerkonzept wäre wirklich eine Bereicherung, wäre eine Entlastung der Mittelschichten. Und deswegen werden wir diese Forderungen auch mit Nachdruck erheben. Die Forderungen der Linken sind also finanzierbar, unter der Voraussetzung eben, dass die Verteilungsfragen konsequent gestellt wird. Durch ein gerechtes Steuersystem würden alle gewinnen. Das Steuerkonzept der Linken ist ein Gegenentwurf zur verfehlten Steuerpolitik von Schwarz-Gelb und von Rot-Grün und natürlich auch von Schwarz-Rot. Für die Linke ist eine andere Einnahmenspolitik, eine andere gerechte Steuerpolitik ein ganz zentrales Instrument des von uns angestrebten Politikwechsels.